Hallo. Für heute, anfangs der Woche, haben wir im Alten Testament aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 2, Vers 12, eine kurze Aussage. Und hier zitiert er den Herrn, wenn er sagt, so spricht der Herr Zebaoth, wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Also eigentlich ist das eine Warnung, vorsichtig zu sein, Gottes Volk oder seine Kinder anzutasten, weil der hat es dann früher oder später mit Gott zu tun. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen jetzt in der Verdammnis sind, weil sie einfach das nicht ernst genommen haben, weil sie Gottes Volk und seine Kinder versucht haben zu vernichten, zu verunglimpfen. Eine unwahrscheinliche Warnung. Und wir tun gut daran, das ernst zu nehmen. Ja, im Neuen Testament, da ist das Thema auch in dieser Richtung, wo Paulus, der Apostel Paulus, im 8. Kapitel praktisch argumentiert und klar machen möchte, dass Gott auf der Seite seiner Kinder ist. Wenn er sagt, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer? Gott ist hier, der gerecht macht. Was für ein Vers. Römer 8. Hier geht es um die Gewissheit des Heils. Immer wieder werden ja Gottes Kinder und seine Auserwählten beschuldigt und angeklagt. Aber wenn wir durch Jesus und seine Gerechtigkeit gerecht geworden sind, dann gibt es niemanden und nichts, der uns anklagen kann. Ja, der Teufel versucht es immer wieder, er ist ja der Ankläger der Brüder, heißt es ja. Aber es ist Gott, der hier ist, der gerecht macht, durch das, was Jesus getan hat für uns. Ein größeres Geschenk können wir nie empfangen. Die Gerechtigkeit Gottes, weil das uns befähigt, dann auch einst in der Herrlichkeit Gottes, in dieser unbeschreiblichen Herrlichkeit, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und noch in keines Menschen Sinn gekommen ist. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das wartet auf die Auserwählten, die beschuldigt werden, jetzt noch angeklagt werden und auch verfolgt und getötet. Und ja, es ist noch eine ganze Menge schlimmer Dinge, die passieren und auch schon passiert sind in der Geschichte der Menschheit, vor allem den Menschen gegenüber, die sich nach Gott orientiert haben. Weil die wurden zu Feinden des Widersacher Gottes. Sie wurden seine Zielscheiben. Und an dem hat sich bis heute nichts geändert. Aber wir haben diesen wunderbaren Trost und ich lese es oder zitiere es noch einmal. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Römer 8, Vers 33. Einen erfüllten und wunderschönen Tag wünsche ich dir auch. Und eine gute Woche.